Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Reading. Das ist das 57. schon, wenn ich richtig liege. Ja, und ich möchte euch gerne wieder meinen Lesestatus zeigen. Es hat sich nämlich eine ganze Menge getan, nicht nur bei Sarantium, sondern auch bei Shining. Mit diesem fange ich nämlich jetzt einfach an. Ich bin die ganze Zeit ja stagniert und jetzt sieht man vielleicht ganz, ganz minimal, dass hier ein bisschen mehr ist als da drüben. Ich habe nämlich endlich weitergehört. Ich bin jetzt auf Seite 262, das ist über die Hälfte von Shining. Ich bin mir sicher, dass ich das im Februar nicht mehr beenden kann, aber ich möchte es sehr gerne im März beenden, denn ich habe so langsam einen kleinen Dreh den Dreh raus, wie ich beim Hörbuch hören vorankomme. Dazu wollte ich ja noch ein Video drehen. Ich muss mir dann noch ein bisschen was zusammensuchen, damit das Video auch informativ und interessant wird und nicht einfach so was dahin gelabert ist. Deswegen dauert das noch ein kleines bisschen, bis das Video online kommen wird. Aber es wird auf jeden Fall, ich denke mal, im März online kommen. Das wisst ihr jetzt halt einfach schon mal, wann. Das erfahrt ihr dann einfach, wenn es online ist. Genau, ja, ich komme hier tatsächlich voran. Ich bin auch richtig in der Geschichte drin. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, das zu hören, weil tatsächlich, es passiert nicht viel, aber es ist trotzdem irgendwie sehr, sehr spannend und sehr interessant. Ja, und ein tolles Hörbuch, was man nebenbei, also was ich persönlich nebenbei sehr gut hören kann, weil ich ja, wie mehrfach schon erwähnt habe, nicht so der Hörbuchhörer bin. Aber mit diesem Buch klappt das wirklich wunderbar. Ich schaue mal, ob ich danach, wenn ich das beendet habe, Dr. Sleep auch noch hören kann oder ob ich das eben lesen werde. Ihr merkt, ich habe es heute nicht ganz so mit dem Reden, aber das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf dieses Buch und auf die nächsten, ja, weiß nicht wie viele Seiten, paar Seiten auf jeden Fall noch. Und ich werde euch auch in den nächsten Wochen wieder mitnehmen, wenn ich das Buch weiter höre. Und dann lese ich ja aktuell noch Sarantium. Da ist jetzt auch der zweite Band gestern erschienen, also am 19. Februar erschienen. Das Taschenbuchverlag mit dem neuen Titel. Ja, das möchte ich gerne auch noch lesen, weil ich die Geschichte wirklich sehr, sehr spannend finde. Ihr seht schon, ich habe nur noch dieses Stückchen da zu lesen. Das sind noch knapp, ich glaube, 60 Seiten ungefähr. Ziemlich genau 64 Seiten müssten das noch sein. Ich denke, das werde ich heute Abend auf jeden Fall noch schaffen. Vielleicht werde ich einen Tag über nochmal das ein oder andere Kapitel lesen, damit ich hier auch vorankomme. Damit ich dieses Buch endlich beenden kann, denn das begleitet mich ja jetzt auch schon ein paar Wochen. Und jetzt zum Schluss wird es wirklich sehr, sehr spannend, da wirklich sehr, sehr viele Dinge passieren, die ja das Buch irgendwie so ein bisschen vorantreiben. Denn der größte Teil war eher schleppend, sonst wäre ich wahrscheinlich schneller durch gewesen, wenn es mich mehr interessiert hat. Aber jetzt das Ende ist wirklich sehr, sehr spannend und ich möchte da gerne weiterlesen und erfahren, wie es weitergeht. Mehr dazu werdet ihr dann aber im Lesemonat Februar erfahren, das dauert ja nicht mehr allzu lang. Ja, ist ja nächste Woche Donnerstag, ist schon wieder der 1. März und das ist der Monat der Leipziger Buchmesse. Dazu kann ich auch noch ganz kurz was sagen. Ich habe jetzt endlich ein Hotel bzw. ein Zimmer gebucht mit meinem Freund zusammen. Und ja, das heißt, wir werden auch auf der Leipziger Buchmesse sein. Ich war da bisher noch nie. Wir sind da ein komplettes Wochenende, weil das bei uns nicht anders funktioniert. Aber das ist ja halb so schlimm. Und ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich euch da mitnehmen werde oder eben nicht. Das werde ich dann einfach sehen und ihr werdet das natürlich dann auch erfahren. Ja, das war es jetzt für den ersten Tag dieses Weekly Readings. Ja, ich melde mich dann einfach in den kommenden Tagen wieder, wenn ich ein bisschen was gelesen habe. Vielleicht melde ich mich morgen, vielleicht aber auch erst am Donnerstag. Das werdet ihr dann rechtzeitig erfahren. Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute auch mal wieder mit einem kleinen Leseupdate zu diesen zwei Büchern. Wir haben heute schon Donnerstag und auch schon fast 12 Uhr. Ich habe eben ein Video gedreht und ich habe auch das Video eben gerade geschnitten. Das exportiert gerade und ich denke, wenn das exportiert ist, werde ich das hochladen. Das wird heute im Laufe des Tages auch noch online kommen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, kam das letzte Woche Donnerstag online, ein bisschen verspätet. Aber ich habe mir jetzt so mal überlegt, dass ich mir irgendwie mit den Uhrzeiten keinen Stress mehr mache. Ich setze mir einfach nur noch Montag und Donnerstag als Upload-Termin. Aber die Uhrzeit spielt bei mir jetzt keine große Rolle. Ich möchte nicht zu früh und auch nicht zu spät online kommen. Wenn das im Laufe des Tages online kommt, wäre das schon sehr optimal. Das Video wird jetzt auch nicht um 13 Uhr online kommen oder 13.30 Uhr, wie es normalerweise online kommt. Ist halt eben so, aber das ist egal. Ich habe es jetzt auf jeden Fall geschnitten. Es exportierte, wie eben schon gesagt. Dann werde ich es hochladen und das wird dann wahrscheinlich in der Zeit hochladen, wo ich gleich beim Pferd bin. Ich werde mich nämlich gleich fertig machen und zum Pferd fahren.
Davor wollte ich euch aber, wie gesagt, noch ein kleines Leseupdate geben zu diesen zwei Büchern hier. Ich beginne einfach mal mit Stephen King Shining. Da bin ich jetzt auf Seite, wenn ich das so genau wüsste, 274, 275, irgendwie sowas im Dreh. Ich weiß es nicht ganz genau, wo ich stehen geblieben bin. Das ist über die Hälfte, wie man jetzt schon deutlich sehen kann. Da werde ich jetzt auf jeden Fall beim Pferd auch weiterhören. Dann bin ich auch wieder ein ganz gutes Stück voran. Ich fange einfach bei Kapitel 29 nochmal an, das ist Seite 271, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, wo ich stehen geblieben bin. Deswegen hole ich mir das einfach nochmal an. Ich bin noch nicht so arg weit gekommen, also wie gesagt, ich glaube, ja, 275, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht so genau, ist ja auch eigentlich völlig egal. Ich höre das einfach nochmal. Beim Pferd ist es sowieso ganz angenehm. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr spannend. Auch wenn es teilweise noch ein bisschen verwirrend ist, das mag wahrscheinlich einfach am Hörbuch liegen, weil ich es nicht gewohnt bin. Aber da wiederhole ich mich auch immer wieder. Aber die Geschichte ist wirklich sehr, sehr toll, wirklich sehr, sehr spannend. Und ich freue mich auf jeden Fall noch auf die nächsten Seiten, die ich hören werde beim Pferd. Und es ist auch beim Pferd sehr, sehr entspannend und spannend zu hören. Mir wirklich sehr viel Spaß. Schade, dass ich nicht früher schon mit Stephen King angefangen habe. Werde jetzt auf jeden Fall nachholen. Und genau, das ist dann mein erstes Buch. Und dann machen wir weiter mit Sarantium. Wie ihr seht, das Lesezeichen ist weg. Ich hatte gestern, glaube ich, nur noch 20 Seiten abends zu lesen. Die habe ich dann noch schnell weggelesen. Ja, und somit habe ich das Buch beendet. Das ist jetzt mein zweites Buch im Februar, aber da wird garantiert noch ein drittes dazu kommen. Das werde ich garantiert heute Abend auch noch beenden. Dazu komme ich aber gleich. Und entschuldigt bitte, das Licht draußen ist wunderschönes Wetter. Nur die Sonne kommt und geht ein kleines bisschen. Das ist einfach die Wolken, die sich davor schieben. Aber es ist wirklich wunderschönes Wetter. Ich freue mich sehr, nach draußen zu gehen zum Pferd. Ja, wie gesagt, das Buch habe ich fertig gelesen. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, es war ein tolles Ende gewesen, ohne großartiger Cliffhanger. Ich freue mich trotzdem auf den zweiten Teil, der ja jetzt auch schon erschienen ist. Und auf den dritten Teil, der im März erschienen ist. Ich sage gar nicht so viel mehr dazu, denn das werdet ihr einfach alles im Lesemonat erfahren, der ja auch bald online kommen wird. Ich denke so in der, was müsste das in der 8. Februar, da müsste der nächste, übernächste Donnerstag sein. Oder der nächste Donnerstag von euch auch dann eben. Ne, der übernächste Donnerstag von euch auch. Das belasse ich einfach dabei. Und dann kommen wir zu dem Buch, was ich angefangen habe. Das werde ich euch einfach hier auf die Seite, glaube ich, einblenden. Da habe ich ein bisschen mehr Platz. Und zwar lese ich den zweiten Teil aus der Fridget-Dilogie. Ich nehme an, das ist eine Dilogie. Ich wüsste nicht, über wen man da noch schreiben könnte. Ja, von Jennifer Armentrout. Da habe ich ja im... jetzt Anfang Februar habe ich den ersten Teil schon gelesen und ich habe mir den zweiten Teil einfach in der Online ausgeliehen, weil ich mir dann dachte, okay, dann habe ich schon mal wieder eine Dialogie beendet und die Bücher sind auch sehr, sehr schnell weggelesen, wie ich jetzt wieder gemerkt habe. Das erste Buch habe ich schon in 2 Tagen gelesen und das zweite Buch habe ich gestern Abend angefangen. Ich bin jetzt auf Seite 120, meine ich, und das Buch hat 230 Seiten, also sind noch 110 Seiten. Die werde ich garantiert heute Abend bis Nacht noch fertig gelesen haben, weil irgendwie sind diese Geschichten was sehr Leichtes von nebenher, was man gut mal weglesen kann. Es ist garantiert nichts Neues, das weiß jeder. Doch fand ich die Thematik, also jetzt gerade der erste Band hatte nicht so eine krasse Thematik, aber ich bin jetzt auch noch nicht so arg weit im zweiten Band. Aber ich mag irgendwie Andrea sehr gerne. Also das ist die beste Freundin von Sydney, die mal in der es im Teil 1 ging. Genau, es geht eben um Andrea und Tanner. Und ja, was zwischen den beiden so läuft und welche Geheimnisse sie voreinander haben, das werde ich alles in den nächsten Tagen noch erfahren. Und euch garantiert auch ein kleines bisschen was in den Weekly Readings erzählen, beziehungsweise in diesem Weekly Reading wahrscheinlich nur noch erzählen und dann eben im Lesemonat für den Monat Februar. Ja genau, das war das zu den Büchern, die ich jetzt momentan lese. Ich mache mich jetzt fertig, mein Video exportiert noch 22 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich so lange noch zu Hause bin. Das überlege ich mir gleich einfach mal. Und dann ziehe ich mich jetzt um und fahre zum Pferd. Und vielleicht nehme ich euch dann nochmal mit. Entweder kommt jetzt im Anschluss ein kleiner Ausschnitt vom Pferd oder eben nicht. Das werdet ihr einfach dann sehen. So ihr Lieben, ich wollte euch ein kleines Lesupdate geben an diesem Samstag. Ich werde mich sicherlich aber morgen nochmal melden, denn ich werde heute ein neues Buch anfangen. Dazu kommen wir aber gleich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was zu Shining gesagt habe. Hier ist das Buch. Und wie weit ich da war. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf Seite 305. Ja, also wirklich ein gutes Stück vorangekommen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das auf jeden Fall im März dann beenden werde. Dann sitze ich da auch schon lang genug dran. Das waren dann ja, so 2 Monate ungefähr. Aber
so ist es halt eben. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und das wird gerade so richtig spannend. Ich freue mich sehr auf die letzten 200 Seiten circa noch. Und genau, ihr werdet dann auf jeden Fall im Lesemonat was davon erfahren, wenn ich es dann beendet habe. Genau, soweit dazu. Und dann habe ich weiß gar nicht, ob ich euch das überhaupt gesagt, doch, das habe ich gesagt. Ich habe nämlich mit Scorched angefangen. Das ist der zweite Teil von Frigid von Jennifer L. Armentrout. Den ersten Teil habe ich ja jetzt schon im Februar gelesen, Anfang Februar gelesen und auch beendet. Und jetzt habe ich den zweiten Teil einfach direkt hinterhergeschoben, weil es nicht so viele Seiten waren, erstens. Und zweitens habe ich dann schon wieder eine Reihe oder eine Dilogie halt eben beendet. Und genau, ich habe dann eben Scotch gelesen, wo es dann eben um die beste Freundin von Sydney aus dem ersten Band geht und um den besten Freund von Kyla aus dem ersten Band geht. Und ja, das Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich möchte jetzt nicht so viel von vorne wegnehmen, weil ich dazu mehr im Lesemonat erzählen möchte. Aber es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich den ersten und den zweiten Teil besser fand. Ich fand, beide waren halt eben sehr, sehr unterschiedlich und hatten so ihre positiven und negativen Seiten. Und genau, das werde ich aber alles dann im Lesemonat euch berichten. Und darauf dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und da der Februar jetzt noch ein paar Tage hat, hoffe ich, dass ich noch dieses Buch beenden werde. Das ist der zweite Teil aus der Zeitenzaubertrilogie und zwar Die Goldene Brücke. Das Buch stand auch auf meiner Leseliste für Februar. Ich habe den ersten Band im Januar gelesen und wollte jetzt einfach den zweiten hinterher schieben, damit ich auch eine Trilogie wieder beenden kann und die Time School-Reihe Trilogie wahrscheinlich anfangen kann. Der zweite Teil ist ja jetzt auch erschienen. Und ich habe den ersten sowie den zweiten Teil als E-Book, aber ich wollte erst diese Trilogie lesen, bevor ich die Timeschool-Reihe dann lese. Und genau, hier geht es wieder um Anna und Sebastiano. Und ich meine, die sind jetzt diesmal in einem anderen Ort. Genau, diesmal sind sie in Paris. Im ersten Band waren sie in Venedig. Ich bin sehr gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird. Der erste Band hat mir ganz gut gefallen, sodass ich, ja, ich hatte sowieso alle 3 Bücher zu Hause, weil ich alle 3 unbedingt lesen wollte und alle 3 wunderschön finde. Genau, und ich denke, wenn ich das Band, dieses Band, diesen Band oder dieses Buch gelesen habe, werde ich auch den dritten Band lesen. Dann habe ich nämlich die Trilogie abgeschlossen und ja, das ist ja so mein Ziel, ein paar Reihen abzuschließen, zumindest die, die man eben schon abschließen kann. Und genau, ich möchte nämlich erstmal ein paar Reihen abschließen, bevor ich wieder neue anfange. Ich habe ja jetzt schon wieder einige angefangen mit Serantium zum Beispiel. Und genau, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr. Ich denke, da werde ich heute Abend anfangen zu lesen und euch dann morgen einfach ein kleines Update geben, was mir bisher gefallen hat, wie weit ich gekommen bin. Das ist ja auch nicht dick, das hat, glaube ich, 318 Seiten oder sowas. Das sollte ich auf jeden Fall im Februar noch schaffen, denke ich. Ich habe ja noch jetzt 5 Tage mit heute. Das war's soweit zu meinem Leseupdate. Ich werde mich, wie gesagt, morgen nochmal melden und dann erzähle ich euch einfach, wie das mit Zeitenzauber voranging. Und genau, jetzt werde ich ein bisschen Sims spielen und mal sehen, was der Tag noch für mich bereithält. Und ich melde mich, wie gesagt, morgen wieder.